Es kommt auch bei nach Entbindung, nach Abort, nach einer Fehlgeburt, Komplikationen danach, mental oder körperliche, zum Beispiel Gicht, Rheumatismus, Rückenschmerzen, Wirbelsäule, Schwierigkeiten, erst seit nach der Fehlgeburt zum Beispiel. Geht nicht weg. Oder Eileiterreizung, Eileiterentzündungen, immer wieder seit nach der Entbindung. Gelenkschmerzen, Handgelenk, Finger, kleine. Senas und Simisifuga, oder? Simisifuga hat es auch, solche Dinge. Aber Simisifuga hat dieses Standardsymptom. Mehr Blut, mehr Schmerz. Und Schmerz schießt bei Simisifuga von rechts zu links, links zu rechts. Eierstock zu Eierstock. Okay, sehr nah bin ich. Jetzt sollten Sie, wird aufgenommen, oder? Okay, ist gut. Das ist wichtig. Simisifuga zum Beispiel, Schmerz. Oder, das Simisifuga. Beide haben, ziehen nach unten. Sabina, schauen Sie, unten. Scham. Oder? Und manchmal sogar. Das ist Sabine. So, wenn Sie diese kleinen Unterschiede merken, wo ist der Schmerz? Von wo bis wo schießt es? Ist called radiation of pain. Radiation. Wo strahlt es? Wenn Sie das folgen, dann merken Sie Unterschied zwischen beiden. Und wie Belladonna auch manchmal, diese kommend und gehend. Husch, plötzlich. Oder kommend, plötzlich und langsam. Beides ist bei Sabine. Oder und immer bei Simisifuga-Modalität besser nach Stuhlen, besser nach Durchfall bei Simisifuga. Stuhlen ist beruhigend. Und was wäre der Unterschied mit China? China würde es auch, der Hauptteil bei China ist Unzufriedenheit. In der Phase mit Nachentbindung, Schwäche, Gereiz, Lärmempfindlich, China wird Musik abstellen, verdammt, ich sterbe und du hast mit Musik gestellt, abgestellt, jetzt ist es so einsam. Kannst du nicht etwas Schönes finden? So. Der Ehemann springt von rechts zu links, von Schubladen zu Schubladen, er wisse gar nicht, das ist China-Diktatur. Bei den Sabina, es ist eher Musik, nein. Ambra unterscheidet Ambra, Musik, aber wo Ambra am schlimmsten ist, Menschen reden rundum, ist am schlimmsten. Diese Schwätzen von Menschen. Zwei Lache sitzen bei Ambra, sie ist gestorben. Keine Waffe nötig, keine Chemikalien, keine Arsen, nichts. Einfach getötet, unschuldig. Wäre eine Idee, hm? Ich gebe Ihnen ein paar Tipps, oder?
Car Tipps. Ambra verträgt keine Schwätzen. Zweite, Ambra verträgt keine Fragen. Bedeutet, Fragen müssen beantwortet werden, oder? Ambra hat Mühe damit. So, Ambra, wenn wir sagen, Musik empfindlich zu Musik, Abneigung Musik, aber das muss mehrere Dinge rundum haben zum Entscheiden. Sonst rein Rubrik, Musik nicht gerne, empfindlich zu Musik, kann man nicht unterscheiden. Oder? Wie sollte man unterscheiden? Ja. So, man unterscheidet mit noch weitere Plus-Plus-Symptomen. Und dann, wenn ich da bin, noch ein Tipp. Ambra hat mehr Mühe zum Einschlafen, oder? Meistens. Der schläfrig liegt im Bett, weg. Und bei Sabina kommt die Schlaflosigkeit nach Mitternacht meistens. Sie schlafen schnell ein und haben sie Probleme eher später Nachmittag. Jetzt macht es einen Unterschied. Hein? Blutung habe ich gesagt, Teil hellfarbig und Teil ist dunkel, klumpig. Wir haben auch noch ein Mittel ganz nah, ist Krokus, auch hysterisch, auch mit Blutungsneigung. Aber Krokus entscheidet sich sehr schnell, das fällt aus von der Liste. Teil hell, Teil fadenziehend, schleimig, dunkel wie Teer. Wenn Sie Gefühl haben wie Teer, Asphalt, so ein Blut, schwarz, dunkel, aber fadenziehend, das Krokus. Naseblutung bei Kind, Krokus, da hängen die zwei Faden so. Stringy. Und das genau geht mit Menstruationsblutung bei Krokus so oder andere Arten von Blutung. Immer die Faden ziehen. Und Krokus ist auch schlimmer Musik, aber sie hört selber nicht singen. Sie singt ständig. Das ist doch komisch. Wie nervös, oder? Das ist Nervosität. Das ist nicht eine Gesang oder eine Musikerin. Was ist das für Musik? Ich habe genug Musik in mir. Das ist Krokus. Und schauen Sie, was für eine schöne Substanz, was für ein verrückter Typ. Safran. So teuer. Wissen Sie Preis, wie teuer ist das? 12 bis 15.000 Franken pro Kilo. Krokus. Und was für ein Typ? Fadenziehend schwarz. Ja. Und noch bei Krokus, umgekehrt. Krokus leide unter absetzender Menstruation. Wenn Mens nicht erscheint, unterdrückt, ein Monat wegfällt, Krokus ist am Boden. Okay, wieso habe ich nicht gesagt, besser während Menstruation? Weil es ist so. Alles klar? Sie sind schlimmer absetzen von Mens. Amenorrhoe, schlimmer. Bedeutet nicht automatisch, es ihnen viel besser ist während Blutung. Traurigkeit von Musik, traurig, das ist auch Sabine. Es ist so faszinierend, Homöopathie. Schauen Sie hier, irritiert von Musik geht es durch den ganzen Seele bis zum Knochen, tut es weh, und dann traurig.
Weil jeder Mensch hat irgendetwas Gutes in sich, oder? Something nice. And this something nice will be touched. Es wird berührt. Ja, wenn man es berühren lässt. Einige reagieren vorher. Hey, höre auf. Sogar Thuja, eine stille, kalte Thuja-Baum, nimmt Musik, weint davon. Und diese Weinen bei Thuja von Musik ist entspannend, erleichternd. Sabina nett. Traurig will keine Hilfe. Bis zum Weinen, aber es macht dich schwerer. Kleine Unterschiede.